So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir sind hier auf dem Hildburghäuser Marktplatz. Jeden Donnerstag, also wenn ihr mal auf der Durchreise seid, kommt am Donnerstag vorbei am besten, fahrt mal hier lang. Wir haben heute einen Stand entdeckt, den habe ich ja noch nie gesehen, ne? Sag ich mal. Da gibt es Wildspezialitäten und zwei Sachen sind mir besonders ins Auge gestochen. Das möchte ich euch hier mal zeigen. Hier gibt es nämlich Wilddöner und Hirschburger. Und Thüringer Bratwurst, auch aus Wildbratwurst. Jetzt habe ich die Mama natürlich im Schlepptau, die isst ja immer Bratwurst. Deswegen würde ich mal so eine Wildbratwurst essen. Und ich werde mir so einen Burger und so einen Döner reinzwiebeln. Hier ist auch ein kleines Tischchen daneben. Da werden wir uns gleich mal hinstellen, wollen uns das mal angucken, wie das aussieht, wie das schmeckt. Ne? Bin ich sehr begeistert, weil sonst läuft man hier drüber. Man hat eigentlich immer nur Klamottenstände, Blumen, noch mehr Klamotten. Essen gibt sonst immer Broiler vielleicht, aber das ist wenigstens mal was Besonderes. Das muss man sich mal angucken, das muss man einfach testen. Wir melden uns aber zurück, wenn wir das Essen haben, gucken dann mal, wie das schmeckt, wie das aussieht. 5 Euro jeweils, nimmt man gerne mal mit. So, das Essen ist auf jeden Fall jetzt da. Wir zeigen euch das mal kurz. Hier liegt also die Wildbratwurst, wie man sieht. Die Mama möchte keinen Senf, keinen Ketchup. Die will einfach nur so. Möchtest du mal reinbeißen? Oder willst du nicht, dass man dich sieht? Sonst hättest du ja mal sagen können, wie die schmeckt. Ach, Junge, 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 du machst mich fertig. Guck, die glänzt schön. Ich würde ja auch mal probieren. Soll ich mal den Zipfel abnaschen? Ja, da beißt du doch mal rein. Ist auf jeden Fall schön knackig. Bitteschön. Kannst du ja mal am anderen Ende. Vor allem ist er auch sehr würzig. Also, es gibt ja welche, die schmecken nach nichts. Mhm. Hier hast du wirklich was dazu, die ist sogar so würzig. Hm. Wenn man die nur so isst, ist da das mir sogar nichts, zu viel. Da isst dazu. Du das Brötchen dazu, dann kombiniert sich das sehr gut. Sehr gut, wirklich. Ist auch schön dick, ist trotzdem auch saftig, auch nicht zu trocken. Sieht also schon mal gut aus. Was macht man denn zuerst? Hier ist also der Döner. Der Wilddöner, das hat ein besonderes Brötchen, nicht so wie andere Sachen, die man sonst sieht. Ich habe dir das Fleisch drauf, da war ein ganzer Dönerspieß dort gehangen, war dort gehangen. So haben sie immer geredet bei uns in der Schule. Wir nehmen den mal in die Hand. So, der ist zwar jetzt eigentlich falsch rum, beißen aber trotzdem mal von hier oben rein. Schön, dass man auch die Zwiebelringe sieht und die, was ist das, Rucola? Die Ringelstöcke auf jeden Fall. Mmh. Ist der ganze Mund voll. Das Fleisch ist auf jeden Fall sehr bissfest, sag ich mal. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr natürlich einen Sonntagsbraten esst. Mag ich eigentlich gar nicht, in Dönerform. Dann kann man sich das mal geben. Normalerweise esst ihr da das Fleisch und das zergeht komplett. Das ist stabiler, sage ich mal. Ist aber auch eben was Besonderes. Ein zähes Wildschwein nimmt man eben gerne mal mit. Beiß mal hier noch, da ist auch viel Soße drauf. Soße ist auch nicht aufdringlich. Mmh. Insgesamt eigentlich eine gute Kombination, auch wenn der ganze Mund voll ist. Möchtest du auch mal probieren? Muss ich auch nicht filmen, dann lege ich es dir mal hier hin. Dann kannst du mal testen, mir ist jetzt auch was auf den Fuß gefallen. Und vielleicht soll ich trotzdem den Mund mal sauber machen. So, also nochmal als Fazit. Ich esse ja normalerweise keine Braten, kein Sonntagsbraten, kein Schwein, kein Wild, kein gar nichts. In dieser Kombination, so als Dönergericht, finde ich das aber trotzdem irgendwie angenehmer. Wenn ich mir da jetzt Rotkraut und Klöße dazu vorstelle, dann wäre das trotzdem wieder nichts für mich. Obwohl es ja trotzdem dann vielleicht dasselbe Fleisch ist. Aber diese Fastfood-Variante ermöglicht euch ganz neue Geschmackserlebnisse, sagen wir mal. Wir haben jetzt hier aber noch den Burger, der auch auf jeden Fall in einem besonderen Brötchen, das Brötchen fand ich sowieso sehr gut, das ist auch sehr weich, das sieht irgendwie auch total gesund aus. Den Burger, der sieht aus, als hätte er so eine Barbecue-Soße drauf, auch wieder Zwiebelringe und alles dabei, da ist so ein richtig schönes Fleisch-Patty drauf. Jetzt fliegt die Packung auch noch weg. Das sieht sogar aus, als wäre hier noch eine Scheibe Ananas drauf. Also ein Hirschburger mit Ananas und Rucola. Wir beißen hier auch mal rein. Ich habe das letztens
habe ich erst so Hawaii-Burger getestet. Selber gemacht auch. Auch als Quinoa. Das auch als süßliche Variante, gleichzeitig mit Fleisch. Und schmeckt in Kombination besser als diesen Hawaii-Burger, den ich selber machen wollte. Weil das Fleisch ja auch einfach einen ganz anderen Geschmack hat. Eine ganz andere Note. Das erste Mal Hirsch essen. Sieht ein bisschen rosa aus, aber saftig. Vielleicht muss das so sein. Schmeckt auf jeden Fall. Unten klebt mir auch gleich die Soße am Finger. Ich beiß noch mal rein, ganz herzhaft. Stelle ich euch einfach hier kurz mal drauf, damit ich da noch mal einen schönen Bissen nehmen kann. Mmh. Guckt euch das an. Muss ich mal einen Deckel aufmachen, dass man sieht? Ja, gut. Mit Ananas, mit Rucola, mit Soße, mit Zwiebeln. Einem richtig coolen Brötchen. Was ich so auch noch nie gesehen habe bei Burgern. Ist also mal was ganz anderes. Habt ihr schon mal Hirschburger probiert oder Wildschwein, Wilddöner? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich lasse mir das auf jeden Fall jetzt noch schmecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und haltet immer die Augen offen. Überall gibt es Köstlichkeiten zu entdecken. Das erste Mal, wie gesagt, in 31 Jahren, dass ich hier sowas sehe auf dem Hildburghäuser Markt.